empty is when I will find enough perfume. Il faut. Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's Marjorie. Heute bin ich hier mit. So lass be da, man. Ist du again und in la. Bonjour. Sosa. Marshall. Papi. Das heutige Thema lautet Dinge, die Jungs an Mädchen lieben. Erste Frage. Was gefällt euch an Kleidung bei Frauen oder bei Mädchen? Sexy. Sexy, aber klass. Also du liebst, wenn deine Frau sexy aussieht und klass. Okay, was meinst du mit sexy? Also sexy muss ja scheißen, dass die Titten überall sichtbar sind, ne? Aha. Und sexy muss auch scheißen, dass es durchsichtig ist, ne? Okay. Aber schön kleidet einfach. Sauber, sexy. Okay. Was ist mit dir? Also bei mir, du bist ein bisschen derbe, was ich liebe. Man muss gut gekleidet sein, ne? Ja. Fashion, Amerika. Okay. UK. Weißt du, ich meine? Nicht die Deichmann-Schuhe, die man muss auch gut geben. Man muss Markensachen. Respektiert euch halt. Okay. Was warum Markensachen? Dann werden die daten. Okay, weißt du, ja, diese saubere gekleidet halt. Muss nicht immer sein, aber. Also es muss nicht immer sein, dass sie sauber gekleidet ist. Ja, also nicht jeden Tag. Ich hoffe, die geht raus, Fleck auf die Schütze. Ja, schon jeden Tag. Das heißt, darf sie auf Jogging gehen? So. Klar! Ja, es kommt drauf. Aber, es kommt auch ein Menschen Jogging. Ein schöner LS-Anzug, ein schöner Nike. Genau. LS. Ein schöner Nike, das sollte gehen. Adidas, Nike. Das ist fein. Das ist noch für euch sauber. Haut M auf. Haut M auf. Du hast so schöne Nike-Leggings. Nike-Leggings so. Warum denn geht's so? Weil es schön eng ist. Weil es schön eng ist. Warum eng? Eng muss nicht sein. Muss ein Chihuahua sein. Muss nicht sein. Nein, okay. Ich will nicht, dass es weg ist. Okay. Also Jogging mit Beanie und so. Das ist schön. Was ist Beanie? Und so eine Mütze. Was? Mütze. Das von Soldier Boy? Ja. Ah, du bist Gucci hier, diese Mädchen. Oh, Stirnband. Ah, Stirnband meinst du? Ich rede nicht auf Stirnband. Was kenn ich mit der Mama? Ja. Nee, ja. Man weiß nicht. Aber wenn ein Mädchen das, wenn das kombinieren kann, dann. Ja, dann perfekt. Okay, nächste Frage. Mögt ihr es, wenn eure Freunde nach Parfüm gehen? Ja. Aber Info! Das ist ein Muss! Das ist ein Muss! Dazu gibt es gar keine Diskussion. Diese Frage können wir sogar wegtun. Okay. Mein Gott. Nächste Frage. Wenn Mädchen das heutzutage nicht wissen, hört auf damit! Hört auf damit! Nächste Frage. Mögt ihr das, wenn die Frau sehr selbstbewusst ist? Gefällt euch das? Selbstbewusst, aber nicht eingebildet. Das ist ein Unterschied. Aber manche Mädchen kennen diesen Unterschied nicht. Die denken, wenn sie eingebildet sind, dass sie selbstbewusst sind. Das ist aber falsch. Okay. Ich hab's nicht verstanden. Hast du es nicht verstanden? Selbstbewusstsein ist gut. Selbstbewusstsein ist gut. Ja. Aber nicht eingebildet sein. Ah, okay. Weil manche Frauen bilden sich unter eingebildet Selbstbewusstsein ein. Gefällt es euch, wenn eine Frau unabhängig ist und Ziele vor Augen hat? Das ist wichtig. Das ist oder schüchtert euch das ein? Nein. Wenn die zum Beispiel viel mehr als hier erreicht haben. Oh, das ist ein Unterschied! Ja. Das ist ein Unterschied! Das tut dir nicht gut. Das tut mir weh. Deinem Ego nicht gut. Das tut mir Ego. Das hat nichts mit dem Ego okay, zu tun. Also ihr könntet keine Frau daten, die halt viel weiter ist im Leben als ihr. Doch. Nein, doch. Ich könnte nicht. Schon, aber ich könnte nicht. Mir wirken, so, okay. Dann würde ich mich nicht schlecht fühlen. So, ich könnte nicht. Weil ich einfach dumm bin. Ich könnte nicht. Also wäre ich arm, dann schon, weil auf einmal könnte ich reich werden. Also gefällt es euch ja gar nicht, wenn eine Frau unabhängig ist. Es gefällt mir, wenn ein Mädchen. Aber warte, eine Frau, okay, wenn eine Frau unabhängig ist. Wenn eine Frau unabhängig ist, muss ja nicht scheißen, dass sie krasser ist als ich. Aber sie hat halt viel mehr als du. Ja, aber dann bleib ich da ein bisschen. Sie hat zum Beispiel ihr Abi, geht arbeiten. Ich hab auch ein Abi. Führerschein, hat ein Auto. Ich hab auch einen Führerschein. Ich hab aber kein Auto. Ja, siehst du, sie hat aber ein Auto. Ja, aber ich hab einen Führerschein. Okay, ja. Würde dich das einschüchtern? Nein. Würde dich das einschüchtern? Das würde dich das einschüchtern? Mein Ego. Dich würde das auch einschüchtern, ne? Ja. Mädchen mit Führerschein, Auto. Was? Nee, ich finde das sexy. Also, wenn wir Auto teilen, ist perfekt. Ich finde das sexy, weißt du? Aber die weiß ganz genau, wenn wir Auto teilen, das Auto ist ganz ja bei mir. Okay, nächste Frage, Leute. Ist es wichtig, dass ihr Ruf gut ist, beziehungsweise hört ihr darauf, was andere sagen? No. Ruf muss sehr gut sein. Bluff. Was ist denn Ruf? Hör mal zu, Ruf muss sowieso gut sein. Aber warum? Aber im Endeffekt, stellt euch vor, sie war mal eine Schlampe. Sie war damals. Aber jetzt hat sie sich verändert. Das Ding ist, heutzutage, ne, es reden Leute so viel Bullshit. Mein Ruf ist auch verkackt. Weißt du, was ich meine? Mein Ruf ist K.O.
Weißt du? Aber Leute werden weiterreden. Immer weiterreden. Weißt du? Marcells Ruf ist auch K.O. Was tut's so? Nein, mein Ruf ist K.O. Bruder, ich sag euch, hört auf damit. Über mich reden Leute werden immer noch reden. Egal, ob dein Ruf gerade ist oder nicht. Es ist wichtig, ich äußere mich. Du musst das Mädchen oder den Jungen selber. Ja, deswegen. Du musst diese Person selber kennenlernen und dein eigenes Bild machen. Ja, man macht das. Weil du kannst die Person, du kannst den Menschen deines Lebens verlieren. Ganz einfach. Okay. Bei dieser Frage, ich äußere mich nicht, ja? Es hat private Gründe, da will ich nicht, ja? Ansprechen vor der Community, ja? Dankeschön. Nächste Frage, ist es wichtig, dass ihr den gleichen Humor habt? Nein, ja, muss ja, es sein. Doch. Nein? Ihr müsst uns doch verstehen. Ja, ja. Doch. Ein Mädchen, die mich nicht versteht, die wird doch sterben, wird mich hassen. Du hast doch eine Freundin, oder? Nochmal bitte? Ich hab eine Frage. Habt ihr eine Freundin? Ja, nicht. Du hast eine Freundin. Na, Baller. Okay. Schön verheiratet. Habt ihr Spaß zusammen? Oh, nee. Sonst wünsche ich später zusammen. Manche sind eine Freundin und eine Frau, heißt das. Oh. 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 Okay. Also, Mitty, hey. Also, ist es. Lachst du mit der? Ich lache sehr viel mit der. Sehr viel Spaß. Ja. Also ist es wichtig, dass ihr denselben Humor habt. Natürlich sehr wichtig. Wie steht ihr dazu? Sollte eure Frau immer top gestylt sein? Was heißt immer? Schöne Nägel, alles schön. Ja, also in dem Fall Freundin. Ah, Freundin. Sollte eure Freundin. Okay, sollte euer Mädchen immer top gestylt sein? Ja. Das heißt, doch gemischt, gemischt wird ja, auch immer zur Schule aussehen. Gehen. Also immer gut aussehen. Ja. Wenn wir, sogar wenn wir zusammen chillen. Ja. Ich zwing die nicht. Also meine Freundin. Wenn wir zusammen chillen, wir sind alleine. Gut aussehen. Die muss sich nicht schminken. Außer ich mag eh Schminke. Ist immer so eine Sache. Also ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. Also wenn wir rausgehen. Ach, ich aber so, dann geht. Okay, mögt ihr eher die Karrierefrau oder eher die Vollfamilie? Familie, ja. Pass auf meine Kinder auf. Karrierefrau oder Familie? Wenn, ja. wenn die Karrierefrau ist und trotzdem will, dass du 6 Kinder bekommst. Ja, wer passt uns auf meine Kinder auf? Also deine Frau muss auf deine Kinder aufpassen? Ja, ja. Nein, muss nicht. Wir können das teilen, aber die muss kochen, das weiß selber. Die muss kochen. Sie muss kochen, die muss putzen. Ich komme nach Hause, sie muss Wäsche machen. Ja, ich komme raus, hört auf damit! Was? Nein, nicht mehr. Das war damals, du liest bald nur so diese. Nee, Emanzipation. Das war damals, was mit dem. Ich komme gut auf. Ich möchte essen. Der wird dir immer kochen. Muss es sein. Du kannst auch kochen. Du kannst auch kochen. Aber Bruder, ich komme von Arbeit. Ich möchte mein Essen zubereiten. Du kannst auch kochen. Deine Frau kommt auch von Arbeit. Ja. Aber deswegen möchte ich eine Familienfrau haben. Das ist witzig, Bruder. Okay. Du musst Familie haben. Was willst du haben? Was mit dir? Schwer, ja. Okay. Beides. Okay, was mit dir? Was mit dir? Familie. Familie. Okay. Weißt du, man macht die anders gerne. Mögt ihr es, wenn das Mädchen den ersten Schritt macht? Ah, ich fuck mal. Muss nicht. Kommt doch mal was. Wie habt ihr das denn gerne? Aber worauf ist das denn bezogen, der erste Schritt? Erster Schritt auf wie ist bezogen? Also kennenlernen. Kennenlernen? Ah, nee, da muss ich machen, ja. Ja, ich wenn das Mädchen macht, dann nehme ich nicht ernst. Dankeschön. Okay. Ich nehme nicht ernst. Also, ihr mögt es nicht. Ihr mögt es lieber, wenn ihr den ersten Schritt ja, macht. So ja, das ist besser. Okay. Was achtet ihr als erstes bei einer Frau? Was ist so bei euch so wow? Aber im positiven Sinne. Was mich mitnimmt bei einer ja, Frau? Ja, bei einer Frau. Der Duft. Der Duft. Okay, warte. Schöne Hände mit Nägeln. Ja. Was mit dir? Nägel und Duft, ja. Was bei mir, ich achte immer. Warte, ich will einer, ich guck von unten bis oben. 10 Mal. Warte, ich achte alles. Mhm. Ich guck erstmal die ja. Schuhe an, also mal. Schuhe abschicken, alles okay. Hose. Mhm. Ja, Oberteil, wenn alles gut ist, Nägel, sich raus, kein Pickel. Oh. Das mag ich, viel mag ich, Ohrringe, Haare, alles perfekt damit. Ja. Ich mein? Ist denn alles perfekt bei dir? Oh. Okay, was mit dir? Lieber Herr! Was achtest du als erstes bei einer Frau? Was nimmt dich mit? Auch den Duft. Der Duft? Weißt du, der Moment geht vorbei. Oh, du guckst wieder so. Oh, nee. Überleg so. Weißt du, was machen soll? Weißt du, was ich meine? Erstmal Duft im Chef mit. Okay, Leute. Du hast auch schon gesagt, was du wolltest, ne? Okay, Nägel und Duft. Gut, das war's dann mit unserer Fragerunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie war's? Oh. Fertig. Nein! Da! Sola! Ja! Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein bei einem neuen Chit-Chat Sunday von uns. Wollt noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße auf jeden Fall meine Community-Freunde auf Snapchat, Instagram, Basto Breezy, Niggas Tuck. Wir sind, was für eine Basis. Das Video dient zur Unterhaltung, nimmt es nicht persönlich, okay? Ja. Aber wir lieben euch, Freunde, weißt du, was ich meine? Ey, hört auf damit, mit einigen Sachen müsst ihr echt aufhören, aber wir lieben euch. Die Kommentare. Hört auf damit. Ich liebe euch. Aber bitte, hatet mich nicht, ja? Ich liebe euch. Ich bin euer Freund.
Ihr seid meine Freunde, ja? Ich liebe euch. Daumen hoch, ja? Hey. Wow. Das ist ein bisschen, Stopp.